Das war nämlich aber jetzt recht Berlin-Brandenburg zum betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredelik. Neben mir sitzt mein Kollege Volker Dienerger. Hallo Alex. Hallo Volker. Wir sind beide Fachanwälte für Arbeitsrecht und wollen uns heute mal mit einem Fall des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg befassen, relativ aktuell vom 10.02.2015. Es geht um den betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Ich schilder mal ganz kurz den Fall. Eine Bank hat einen Personalüberleitungsvertrag mit einem anderen Kreditinstitut geschlossen und hat gesagt, so einen Teilbereich übernehmt ihr. Das ist dann so ein Teilbetriebsübergang nach 613a. Das heißt, die ganzen Arbeitsverhältnisse gehen auf die Bank, auf die andere Bank über. Die Arbeitnehmer können aber widersprechen, verbleiben dann, wenn sie widersprechen, beim alten Arbeitgeber. Haben da natürlich immer das Risiko betriebsbedingte Kündigung, weil da gibt es ja dann nichts mehr, wenn sie in dem Teilbereich gearbeitet haben. Und da wurde jetzt in diesem Zusammenhang ein Sozialplan zwischen Betriebsrat und dem alten Arbeitgeber abgeschlossen, also der Bank. Und da wurde gesagt, die darüber gehen, die kriegen alle einen Kündigungsschutz und die aber widersprechen und verbleiben, die werden vom Kündigungsschutz ausgenommen. Nach dem Motto, wer ihr widersprecht, dann fliegt er raus. Und jetzt, mir stellen sich da so ein paar Fragen, also auch grundsätzlich die Frage, kann ich überhaupt so dieses gesetzliche, unabdingbare 613a da so quasi die Geltendmachung dieser Rechte da irgendwie so aushebeln, aber, weiß ich nicht, aber das Landesarbeitsgericht hat ja einen anderen Ansatz gefunden, vielleicht kannst du dir mal kurz sagen. Also es ist schon irgendwie merkwürdig, dass man dafür zwei Instanzen braucht, um sowas auszukaspern. Ja. Also der Hintergrund ist natürlich der, warum die Sache auch so ein bisschen schwierig geraten ist, war wohl die Frage, dass es da diese Betriebsvereinbarung gab. Ne? Ein Sozialplan zum Verständnis ist eine Betriebsvereinbarung, die abgeschlossen wird zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Ja. Und damit hat man sich offensichtlich schwer getan, weil man irgendwie im Hinterkopf so die Situation und auch die Vorstellung hatte, na, was der Arbeitgeber und der Betriebsrat aushandelt, das wird schon richtig sein. Ja. Nö. Also auch da passiert Mist auf gut Deutsch. Ja. Das ist nichts anderes als eine Vereinbarung mit Durchführungsverpflichtung, so sieht es BetrVG vor, das ist aber weder ein Gesetz noch sonst was und unterliegt selbstverständlich der gerichtlichen Überprüfung. Also da passiert sehr viel mehr Unheil, als man sich so gewöhnlich vorstellt, auch wenn der Betriebsrat natürlich für die Arbeitnehmer was tun soll, mögen die auch falsche Vorstellungen gehabt haben, die mögen falsch informiert worden sein und haben sich da nicht beraten lassen oder sowas, das kommt alles vor. Na gut, oder die sagen, die haben entschieden, dass das für ihr Unternehmen sinnvoll ist, wenn das so passiert. Möglicherweise, nur das ist ja dann nicht für den Arbeitnehmer sinnvoll. Ne? Das ist das entscheidende Problem. Da fallen dann die Interessen vielleicht auch auseinander. Und selbstverständlich ist vielleicht die Hemmschwelle beim Arbeitnehmer ein bisschen höher zu sagen, also ich gehe direkt und frontal das an, was der Betriebsrat da gemacht hat, aber selbstverständlich ist das gerichtlich überprüfbar. Und der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt dann auch sozusagen hier? Ja, das ist natürlich so eine Rechtsnormenfrage. Also es gibt einen betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz aus 75 BetrVG und es gibt natürlich den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, der aus dem Antidiskriminierungsrecht 7 AGG, 6 AGG und natürlich Artikel 3 Grundgesetz, wieder mal die große Verfassungskeule, die schwingen wir ja gerne, resultiert und hier hat das LAG sich aber auf den betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz berufen. Mhm. Dogmatisch, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, denn es ist ja nun eine individuelle Klage eines betroffenen Mitarbeiters gewesen. Warum man sagt, der soll sich auf den betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz berufen können und nicht auf den auf das Diskriminierungsverbot aus § 7 und 6 AGG. Das überzeugt jetzt vielleicht dogmatisch nicht so vom Ergebnis her, ist es aber völlig richtig. Ja, die sagen wohl quasi, wenn ich das richtig verstehe, dass dieser so ein Sozialplan, der soll ja dazu dienen, seinem Zweck, ja, seinem quasi einzelnen wesentlichen Zweck nach, soll er dazu dienen, Nachteile für von Kündigung betroffene Arbeitnehmer auszugleichen. Und hier verfehlt dieser Sozialplan quasi eklatant, sein Zweck, und anderen hat er nämlich nicht, denn er
er macht ja genau das Gegenteil. Das heißt, er benachteiligt quasi die von der Kündigung Betroffenen, indem er ihnen keinen Kündigungsschutz gibt und die eben quasi überwechseln, die also mutmaßlich, sonst wäre es ja sowieso wieder eine Umgehung, dann hätte man ja auch informieren müssen, dann wäre vielleicht die Unterrichtung nicht ordentlich, die könnten dann auch später wieder sprechen, aber die quasi sowieso übergehen und so nimmt man erstmal an, ihre Arbeitsplätze gesichert haben. Die sozusagen kommen in den Anwendungsbereich und die eigentlich das machen, was dann die Sozialplanproblematik eigentlich auslösen müsste, sie widersprechen und werden dann betriebsbedingt gekündigt. Die nimmt man aus und da haben die jetzt irgendwie gesagt, das ist denn deswegen ist dieser Gleichbehandlungsgrundsatz. Also ich verstehe es ganz ehrlich von der Argumentation, von der Kerni, wir haben ja auch nur die Pressemitteilung, auch nicht so ganz, ja, ob man das nicht hätte anders noch lösen können. Und ja, wir sind uns aber einig, dass es ja vom Ergebnis her richtig gelöst ist. Völlig klar, ja. Die Frage ist nur, auf welche Rechtsgrundlage stützt man das und gut da. Ja, man nimmt also auch die Frage 613a ist ja zwingendes Recht und wenn ich jetzt quasi die Ausübung dieses Rechts, also die Möglichkeit des Widerspruchs jetzt sozusagen dann als zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat im Rahmen einer Vereinbarung quasi dann bestrafe, zum Nachteil darf nicht abgewichen werden vom Arbeitnehmer, ne? Und dann eigentlich auch was gemeinsam. 134 BGB-Fall. Was auch immer alles, ja. Also, wie gesagt, vom Ergebnis her klar wichtig, die Entscheidung, die Begründung. Da hält die Begründung super, aber wir haben jetzt aus der Pressemeldung sie nicht richtig verstanden. Ja, zu sehr zusammengefasst, das kann auch sein. Das weiß man immer erst, wenn der Volltext vorliegt, dann ist man auch manchmal schlauer. Werden wir uns jedenfalls auf jeden Fall nochmal genauer angucken, wenn das Urteil da ist. Und das Landesarbeitsgericht hat aber auch die Revision ausdrücklich zugelassen zum Bundesarbeitsgericht. Also steckt da wahrscheinlich doch noch irgendwas drin, was wir jetzt nicht richtig erkennen, wo es vielleicht wirklich noch sehr spannend wird. Wobei ja auch das BAG in ein paar letzten Entscheidungen, ich glaube, über zwei haben wir gesprochen, ja auch so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen ist und Einzelarbeitnehmern die Berufung auf speziellen Normen aus dem BetrVG zugestanden hat. Mhm. Also vielleicht ist das schon auch die Linie, die da jetzt gefahren werden soll, dass man von der strikten Betrachtung BetrVG ist spezifisch das Verhältnis Betriebsrat und Arbeitgeber betreffend, dass man davon ein bisschen abweichen will. Mhm. Ob es Sinn macht, weiß ich nicht. Also eigentlich fand ich die bisherige Linie ganz gut. Ich meine, Hintergrund ist ja die Kündigungsschutzklage, der Arbeitnehmer hat ja die betriebsbedingte Kündigung bekommen und jetzt muss man dazu sagen, hier geht es jetzt ja nur um die Frage, ob vielleicht jetzt nicht, so sagt das Landesarbeitsgericht ja, dieser Kündigungs im Wege des Gleichbehandlungsgesetzes kommt ja jetzt der Arbeitnehmer dazu, dass auch für ihn dieses Kündigungsverbot gilt und damit braucht man sich mit der Kündigung sonst nicht weiter befassen. Ja, und das wäre jetzt ja wirklich die Frage. Das würde sich aber aus der Anwendung machen, die auch regeln. Auch okay, okay. Gut, okay. Müssen wir gucken. Sehen wir mal, was das Bundesarbeitsgericht dazu sagt letztendlich. Jo, wir sind gespannt. Danke, tschüss. Ja.